Hey, hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin Sean und damit willkommen zu einem Planet Zoo Speed Build. Dieses Mal bauen wir, wie ihr im Hintergrund schon erkennen könnt, ein Gehege für den Nebelparder, der mit dem gestern veröffentlichten Südostasien-Pack neu ins Spiel gekommen ist. Aber beginnen wir doch am Anfang. Los geht's! So, da sind wir auch schon und bevor ich euch gleich anfange zu erzählen, was ich hier denn eigentlich treibe und was mich dazu bewegt hat, das zu machen, was ich mache, möchte ich Gelegenheit einmal nutzen, mich bei Frontier und ganz besonders bei Dahlia zu bedanken, die so freundlich war, mir einen Key für den Südostasien-DLC ein wenig früher zur Verfügung zu stellen, sodass ich am Wochenende schon etwas Zeit hatte, mich da reinzufuchsen und hier mit dem Gehege anzufangen. Ursprünglich sollte das Video gestern eigentlich schon kommen, da ist mir aber so eine kleine Sache dazwischen gekommen. Deswegen gibt es jetzt erst heute. Ich glaube, das ist aber gar kein Problem, weil ihr wusstet eh nicht, dass da ein Video kommt. Also ist da die Enttäuschung wahrscheinlich nicht sehr groß, beziehungsweise eher die Freude groß, dass dann heute doch schon ein Gehege kommt. Ich weiß nämlich, dass ich sonst deutlich länger gebraucht habe, bis ich dann ein schönes Gehege gebaut habe. Ja, dazu muss ich eins sagen, ich bin ein wenig eskaliert dabei und als erstes war quasi der Gedanke, ein Gehege um eine Viewing-Plattform rumzubauen. Was heißt Plattform? Eigentlich ein Gebäude, in dem eine Viewing-Area bzw. zwei drin sind. Und ja, das hat sich dann etwas verselbstständigt und ist etwas größer geworden als eigentlich geplant. Ich bin ganz ehrlich gesagt auch noch nicht sicher, ob ich damit fertig bin. Das Gebäude an sich ist fertig. Innen drin ist es noch nicht schön gemacht. Da muss ich überlegen, ob ich das noch machen möchte und ob ich das Ganze vielleicht noch erweitere. Vielleicht könnt ihr dazu ja einfach irgendwas in die Kommentare schreiben, beziehungsweise eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Ob euch denn interessieren würde, dass ich daran weiterbaue oder ob ihr sagt so, nee, baue lieber einfach nochmal ein komplett eigenständiges Gehege oder wie auch immer ihr euch entscheidet, lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Übrigens, wo wir hier gerade bei diesem ganzen YouTube-Blabla sind, möchte ich euch auch nochmal darauf aufmerksam machen, dass ich natürlich auch einen Twitch-Channel habe und dort auch regelmäßig streame. Und im Twitch-Stream haben wir angefangen, schon bevor der DLC draußen war, ein Binturong-Gehege zu bauen. Einfach auf gut Glück, ob das vielleicht passen könnte. Spoiler, es ist etwas sehr viel zu groß geworden, aber eigentlich trotzdem ganz schön, beziehungsweise sind wir noch dabei, das zu bauen. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr da vielleicht auch einfach mal vorbeiguckt und dazu ja auch mal was sagt. Und ja, jetzt kommen wir zu dem Teil, wo ich ein wenig eskaliert bin. Und zwar war der ursprüngliche Plan, einfach ein Gehege außen rum zu bauen, zumindest an drei Seiten dieses Gebäudes. Und dann dachte ich mir, Mensch, der Nebelparder kommt ja aus Südostasien, wer hätte das gedacht bei einem Südostasien-DLC? Und da wird er wahrscheinlich Pflanzen brauchen, die jetzt hier in europäischen Gefilden nicht sehr heimisch sind, beziehungsweise ein Problem haben werden, zumindest in strengen europäischen Winter zu überstehen, wenn sie draußen sind. Deswegen dachte ich mir, Mensch, ich habe noch nie einen Dome gebaut und keine Angst, es wird hier auch kein richtiger Dome, aber es wird eine kleine Tropenhalle. Und ja, ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt und wie gesagt, das ist mein allererstes Mal, dass ich das mache. Und ich bin hier auch so ein wenig an der Überdachung verzweifelt, wenn ich ehrlich bin. Weil das Ganze natürlich halb rund ist und ich jetzt nicht wollte, dass dort irgendwelche Teile ineinander ragen, die so eigentlich nicht gebaut werden wahrscheinlich im echten Leben. Das ist mein großes Problem, dass ich da wahrscheinlich etwas zu realistisch teilweise rangehe dafür, dass es einfach nur ein Spiel ist. Aber meine Güte, ihr kennt mich ja, so bin ich einfach und so baue ich auch am liebsten und das seht ihr hier auch gleich. Dementsprechend bin ich da etwas eskaliert mit diesen 1 Meter mal 1,5 Meter Glasteilen und die natürlich schön eingefasst, zwar mit Holz, aber auf die Entfernung sieht man das eh nicht, ob das Holz ist oder Metall. Im wahren Leben wäre das wahrscheinlich natürlich Metall gewesen. Und ja, da baue ich auf jeden Fall ein Dach für das Gehege. Und wie gesagt, ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr davon haltet. Das Ganze birgt ein kleines Problem in sich, dass natürlich, wie ihr im Hintergrund da auch schon sehen könnt, diese Holzstreben, die ich dazwischen baue,
natürlich Schatten in das Gehege werfen. Das heißt, es sieht ein bisschen so aus, als wäre der Nebelpader inhaftiert in so einem kleinen Gefängnis. Naja, vom Prinzip ist das ja das, was Zoos eigentlich sind. Also von daher ist das relativ passend. Aber da gibt es natürlich keinen Weg drumherum, wenn man das hier realistisch einfassen möchte, die Glasscheiben und vor allem die Schnittstellen, die leider sehr deutlich haben, weil man natürlich durch die Teile durchgucken kann, gibt es keine Möglichkeit, das irgendwie anders zu machen. Zumindest keine, die mir bekannt ist. Vielleicht kennt ihr ja eine. Wenn ihr eine kennt, dann lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Und dementsprechend hat das hier auch ein wenig gedauert und das sind auch so ein klein wenig viele Teile, die ich dann verbaut habe. Ich weiß gar nicht, wie viele es insgesamt sind. Ich glaube, am einen Punkt, wo ich das Glasdach einmal quasi um die Kurve baue, dafür braucht man ja den Trick, dass man auf zwei Seiten von einem Bauteil jeweils die gleichen Bauteile verbaut hat, um das korrekt drehen zu können. Den kennt ihr wahrscheinlich schon, den haben wir schon am Anfang des Videos gesehen, den werden wir hier auch nochmal drin sehen, wenn ich das Dach quasi baue. Das dauert aber, glaube ich, noch einen Moment. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das drin gelassen habe, weil das relativ uninteressant ist, sich das anzugucken. Da bin ich mir aber ehrlich gesagt gerade nicht mehr sicher. Also, wie gesagt, ich habe das Gehege von Montag auf Dienstagnacht fertig gebaut. Ich glaube, um 6 Uhr morgens war ich so weit, wie ihr es dann am Ende des Videos seht oder zumindest in einem Realtime-Part seht, den ich dann natürlich hinten dran noch machen werde, zumindest so einen kleinen, um euch das nochmal genau zu zeigen, weil zum Beispiel habe ich hier rausgeschnitten, wie ich die Bäume oder die Pflanzen in das Gehege packe. Das liegt einfach daran, dass das Gehege zwar groß genug ist für einen Nebelpader, aber sobald man Pflanzen reinpackt, die teilweise auch Platz wegnehmen und auch die Klettermöglichkeiten Platz wegnehmen und ich dann regelmäßig in regelmäßigen Abständen geguckt habe, ob das dann noch groß genug für den Nebelpader ist. Und ja, es ist schlussendlich groß genug und auch hat der Nebelpader definitiv genügend Klettermöglichkeiten. Der braucht übrigens sehr, sehr viel, finde ich. Ich glaube, es sind 130 Quadratmeter für zwei Nebelpader, die der in Klettermöglichkeiten braucht. Dementsprechend musste ich da regelmäßig in das Overlay gehen und das sieht einfach in der Timelapse sehr, sehr unschön aus und birgt wahrscheinlich auch die Gefahr für epileptische Anfälle, wenn dann ständig immer wieder kurz ein Overlay anploppt. Dementsprechend habe ich die Pflanzen auf jeden Fall rausgeschnitten. Da musste ich auch ein paar entfernen, die ich eigentlich ursprünglich gesetzt habe. Also es ist so ein gewisser Kompromiss, den ich da eingehen musste. Aber ich glaube, rückwirkend gesehen ist es definitiv ein sehr, sehr schönes Gehege geworden. Finde ich zumindest. Und die Nachtschichten, die zwei, die ich da gemacht habe, haben sich meiner Meinung nach definitiv gelohnt. So, ja, jetzt ist das Dach auch so gut wie fertig. So ein bisschen hier an der Seite verstecke ich dann noch so ein, zwei Stellen, die offen sind. Wo sonst das Glas auf der anderen Seite dieser Metallbarriere rausgucken würde, was natürlich unschön ist. Und ich glaube, dann geht es auch schon gleich ans Terraforming. Wie gesagt, es ist schon etwas länger her und es war auch sehr früh morgens. Dementsprechend bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, was hier als nächstes kommt. Das Ganze ist, ja, war so ein bisschen in einer nächtlichen Umnachtung entstanden, wenn ich ehrlich bin. Aber wie gesagt, das Endergebnis ist eigentlich das, was zählt. Und das ist meiner Meinung nach zumindest ganz gut geworden. Und ja, wie gesagt, jetzt ist hier das Dach zumindest fertig. Dann überlege ich noch, wie ich das Ganze hier begrenze. Und da habe ich mich einfach ganz schlicht und einfach für eine Mauer entschieden. Und mich dafür entschieden, nicht das Glasdach bis auf den Boden runterzubauen. Das sieht jetzt so aus, aber das komplette Gebäude, was ich jetzt hier gebaut habe, wird sowieso nochmal angehoben. Und hier habe ich mich nochmal entschieden, das Ganze ein bisschen größer zu bauen. Das war dann quasi von dem ersten Entwurf, wo ich noch dachte, das wird einfach nur so ein halbes Gehege quasi, oder eigentlich ein ganzes Gehege, natürlich kein halbes, wo ich mich dann dafür entschlossen habe, diesen Dome dann doch zu bauen. Da musste ich das kleine Gebäude hier nochmal etwas ändern und habe das ein wenig größer gemacht, sodass einfach das Glasdach gut aufliegt, mit der Viewing Area auch übereinstimmt. Und
Ja, dann geht es, glaube ich, gleich auch schon an das Gehege an sich. Beziehungsweise stecke ich dann erstmal in dem Moment hier ab, wie groß das Gehege dann wirklich werden wird. Und das ist schon relativ groß. Es ist nicht sehr, sehr breit, wie ihr seht, aber dafür in die Länge eben gezogen. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Dann beschweren sich auch die Planet Zoo-Gäste nicht. Ihr kennt das ja, sobald die Tiere irgendwie mehr als 2 Meter von dem Bereich der Gäste weg sind, können sie die Tiere nicht sehen. Dann beschweren sie sich und meinen so, von hier kann man die Tiere gar nicht sehen. Obwohl man sich so denkt, doch, die sind hier überall. Ja, das kann man damit eigentlich ganz gut verhindern. Und das finde ich eigentlich ganz cool, weil ich schon länger überlegt habe, ob man das nicht vielleicht so machen könnte. Jetzt kommt eigentlich der grundlegende Teil des Gebäudes, wenn ich ehrlich bin, zumindest die Viewing-Plattform. Alles, was wir davor gemacht haben, war quasi die Outline für die Dächer des Gebäudes. Das ist so ein bisschen abgestuft. Und ja, das wird jetzt hier auf jeden Fall die Viewing-Plattform werden, die natürlich komplett aus Glas besteht, einfach damit die Leute das ganz gut sehen können. Der Nachteil daran ist natürlich, das seht ihr ja auch schon, dass diese Glaspanel deutlich stärker getönt sind, würde ich mal sagen. Es ist der falsche Begriff, das weiß ich, aber die sind nicht ganz so durchsichtig wie die Glasbarrieren, aber ich habe es ums Verrecken nicht hingekriegt, die wirklich schön gleichförmig rund zu bauen. Da habe ich mehrere Male versucht und immer wieder neu geladen, weil ich nicht zufrieden war. Damit bin ich dann jetzt mehr oder weniger zufrieden, abgesehen davon, dass sie eben nicht so durchsichtig sind, wie ich es mir gerne gewünscht hätte. Aber meine Güte, man kann es nicht ändern. Hier benutze ich auch einen der neuen Fernseher, die ich wirklich sehr, sehr geil finde, wenn ich ehrlich bin. Der ist, glaube ich, nur halb so groß wie die ursprüngliche Anzeigetafel für die Gehegeinformation. Und der passt da wunderbar in diese kleine Schräge rein, die ich gemacht habe, wo ich so dachte, okay, das ist nochmal so eine Barriere, dass die Leute nicht direkt an der Glasscheibe stehen und dort einfach nochmal ein paar Informationen angezeigt kriegen über das Tier, was drin ist. Und ich denke, das ist eine ganz coole Aktion eigentlich, beziehungsweise ist das so eigentlich ganz hübsch geworden und definitiv auch relativ praktisch. Weil man möchte natürlich nicht, dass die Kinder da permanent an der Glasscheibe stehen und im schlimmsten Fall auch noch ständig dagegen klopfen. Würde natürlich die Tiere ein wenig verschrecken. Und das war zumindest so mein Hintergrundgedanke dahinter. Jetzt kommen wir zum Gehege an sich. Das wird natürlich hier mit dieser Nullbarriere gemacht. Sprich, die ist unsichtbar und hier versteckt. Die Tiere kommen also sowieso nicht raus durch die Glasscheiben. Also war das die einfachste Möglichkeit, das zu machen. Und auch eigentlich die passendste Möglichkeit. Und jetzt kommen wir definitiv zum Gehegeteil an sich. Und da hatte ich mir überlegt, das Ganze natürlich tropisch zu machen. Und was ist tropischer als ein überwachsener Wasserfall? Zumindest fällt mir dann nur noch der Mai Tai ein, aber den möchten wir jetzt nicht unbedingt den Nebelbadern geben. Dementsprechend dachte ich mir, im hinteren Bereich werde ich das einfach als tropisches Gehege bauen und im Vordergrund nochmal so einen kleinen Wasserlauf als Barriere quasi. Der war dann aber eigentlich nicht tief genug für mein zumindest ästhetisches Empfinden. Als Barriere hätte der definitiv gelangt, aber dann hatte ich eine andere coole Idee und dachte mir so, Mensch, das probieren wir mal aus, ob das funktioniert. Welche das ist, sehen wir ja gleich noch. Auf jeden Fall habe ich dann hier so einen kleinen Wassergraben gemacht, am Ende so einen kleinen Teich quasi vom Fluss, und dann wird es auch gleich wieder Zeit für meine geliebten Steine, wovon ich wieder mal viel zu viele platziere. Ihr kennt das ja von mir. Wenn ich da erstmal anfange, wird es sehr, 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 sehr schwer für mich, damit aufzuhören. Und ich weiß, ich habe da ein Problem und vielleicht sollte ich auch endlich mal einen Psychologen sehen, ob das nicht irgendwelche tiefer gehenden Gründe hat, warum ich damit nicht aufhören kann und warum ich so auf Steine stehe. Was ich im echten Leben eigentlich überhaupt nicht tue, wenn ich gerade so drüber nachdenke. Also als Kind habe ich zwar Edelsteine gesammelt, aber auch nur so, um ein Hobby zu haben vom Prinzip. So wirklich interessiert war ich daran nie und jetzt erst recht nicht mehr. Entschuldigung, ich trinke mal kurz einen Schluck. Aber im Spiel sind die natürlich sehr, sehr geil und ich finde, die machen wirklich wunderbare Gehege aus. So, Sekunde.
So, schon viel besser. Und ja, da bauen wir hier den Wasserfall ein. Das ist natürlich dieser künstliche Wasserfall. Das ist auch, glaube ich, erst das zweite Mal, dass ich den benutze. Sonst habe ich die nie benutzt, sondern immer nur die Fontänen oder diese Wasserfall-Effekte, die ja schon länger im Spiel sind. Der ist jetzt ja auch schon seit, lass mich nicht lügen, dem letzten DLC, dem Aquatic Pack, im Spiel, aber bisher habe ich ihn noch nicht benutzt und ich muss sagen, ich bin eigentlich sehr, sehr zufrieden damit, den jetzt zu haben. Vor allen Dingen hat er jetzt, ich glaube, das kommt erst oder kam erst jetzt mit dem Südostasien-DLC da rein, dass man auch die Wasserfarbe, nicht nur das Wasser selber, sondern auch der Wasserfälle ändern kann. Also, wer es möchte, kann gerne pinkes Wasser im Spiel haben und auch einen pinken Wasserfall. Ich wüsste zwar nicht, warum man das machen sollte, außer sich das zu wünschen im Stream, um damit Goro beizuärgern, was ich euch nur sehr, sehr empfehlen kann. Also falls ihr den Stream von Gorobei auch mal guckt, das kann ich auf jeden Fall eine große Empfehlung aussprechen, da mal auf Twitch vorbeizugucken. Natürlich erst nachdem ihr es bei mir getan habt, nicht wahr? Und sich dort mit den Kanalpunkten kein Tier zu wünschen oder so weiter, sondern einfach eine Wasserfläche in einer total abgefahrenen Farbe zu wünschen. Das ist ein sehr, sehr großer Spaß, wie ich finde. Wobei man da auch sagen muss, es gibt durchaus Seen in der Welt, die pink sind, also die pinkes Wasser haben. Ich habe mich da nicht reingelesen, ich erinnere mich so dunkel, dass ich eine Dokumentation gesehen habe, dass das relativ häufig bei Salzseen wohl der Fall ist. Vielleicht kennt sich ja damit einer in den Kommentaren aus und kann uns da ein bisschen aufklären. Meiner Meinung nach liegt das irgendwie an Bakterien und nein, das ist nicht chemisch irgendwie künstlich hinzugeführt, wie sagt man das? Ist ja auch egal. Es liegt auf jeden Fall an Bakterien wohl in vielen Fällen, die das Wasser so erscheinen lassen und wahrscheinlich auch noch irgendwelche Algensorten, zumindest sorgen Algen meines Wissens nach dafür, dass Seen in roten oder auch in grünen Farben leuchten können oder das Wasser in die Farbe färben, optisch zumindest. Und ja, das sieht auf den ersten Blick natürlich super unrealistisch aus, aber es ist eigentlich gar nicht so unrealistisch. Also von daher finde ich das eigentlich ganz cool, dass dieses Feature jetzt drin ist. Und wie gesagt, man kann ja auch realistische Farben benutzen. Ich glaube, hier habe ich gar nichts am Wasser geändert. Einfach weil das mir mitten in der Nacht nicht eingefallen ist, dass ich das ja machen kann. Ich bin mir aber nicht sicher, vielleicht habe ich doch was getan, wenn, dann ist es auf jeden Fall nicht in der Timelapse. Und ja, wie angedroht, viel zu viele Steine, das Ganze natürlich schön eingefasst mit Steinen, damit man auch ja nicht diese hässliche Terrainkante sieht. Und dann sind wir eigentlich auch mit den Steinen so gut wie durch, wenn ich mich da richtig erinnern kann. Oh, Entschuldigung, und ja, ich glaube, da kommt noch, genau, hier hinten baue ich noch ein Stück, dass der Tierpfleger auf jeden Fall auch hochkommt, weil ich dachte, der Tierpfleger wird wahrscheinlich nicht die Felsen hochklettern. Das ganz Coole daran ist, und das kann ich euch später im Realtime-Part auch nochmal zeigen, dass wir jetzt ja auch die Möglichkeit haben, uns nicht nur den begehbaren Bereich für die Tiere anzeigen zu lassen, das war ja seit Anfang an im Spiel, sondern nun auch endlich die Möglichkeit haben, uns anzeigen zu lassen, wo die Tierpfleger hingehen können. Und ich weiß gar nicht rückwirkend, ob ich das gemacht habe. Ich glaube, da habe ich mal kurz reingeguckt und habe gesagt, gut genug. Aber diese Möglichkeit besteht auf jeden Fall jetzt. Und das finde ich ist sehr, sehr cool. Gerade wenn man so viel mit Steinen arbeitet wie ich oder auch viel mit Wasserflächen in Gehegen arbeitet, dann ist das auf jeden Fall ein Feature, was richtig klasse ist, weil man sich dann einfach angucken kann, kann der Pfleger wirklich an alle wichtigen Stellen gehen, um dort sauber zu machen oder im Zweifelsfall noch viel schlimmer, die Tiere auch wirklich füttern zu können. Und ja, hier habe ich mir überlegt, dass ich noch so einen Teil zumindest von der Rückwand so ein bisschen bedecken möchte. Ich finde das jetzt nicht sehr hübsch, wenn man da quasi in der Viewing Area steht und auf eine Betonwand starrt. Das nimmt einem so ein bisschen die Illusion, dass das Ganze hier ein natürlicher Lebensraum für den Nebelparder ist und man wirklich in einen Dschungel guckt. So ganz gelungen ist das mir nicht, einfach aus dem Platzmangel. Vielleicht hätte ich die Wand einfach nochmal 4 Meter weiter rausschieben sollen, aber dann hätte ich die komplette Kuppel nochmal bauen müssen.
Und darauf hatte ich dann wirklich keine Lust und vor allen Dingen hätte das deutlich zu lange gedauert und ich wollte eigentlich, dass ihr das Video so schnell wie möglich kriegt oder sehen könnt. Und dementsprechend habe ich hier nochmal so einen kleinen Hang gebaut. Übrigens, das ist total cool, das kann ich euch auch nur als Tipp geben. Diese Dachflächen, diese bewachsenen Dachflächen, die mit dem Aquatic Pack in das Spiel kamen, die gelten nicht als Pflanzen, obwohl sie das sind. Und wenn man die so benutzt, wie ich dort hinten oder auch, ich glaube, das sieht man sogar noch, da bin ich mir aber nicht sicher, die in den Boden rein, ja, schiebt, dass immer nur so die Oberteile von den Pflanzen rausguckt. Das sorgt für einen wunderschönen Untergrund, der sehr, sehr tropisch oder generell sehr schön grün wirkt. Zählt aber eben nicht in die Pflanzen mit rein. Das heißt, man kann auch für Tiere, die sehr wenig Pflanzen haben wollen, ein relativ grünes Gehege damit zaubern. Und ja, da sehen wir schon den Nebelparder einmal im Hintergrund. Aber genauer gucken wir uns das definitiv im Realtime-Part an. So super lange dauert es auch nicht mehr, bis der kommt. Wie gesagt, ich habe da den kompletten Pflanzenteil meines Wissens nach rausgeschnitten. Und einfach, weil das wirklich nicht schön anzusehen war. Und ja, also ich, wie gesagt, finde das Gehege ist eigentlich sehr, sehr schön geworden. Und die Idee ist eigentlich auch ganz cool. Wie gesagt, ich hoffe, euch gefällt das auch. Hier an der Seite habe ich auf jeden Fall nochmal, ach nee, da platziere ich nochmal so ein paar mehr Wassereffekte, damit das ein bisschen mehr sprudelt, da wo er aufkommt. Das sind so Kleinigkeiten, die ich dort gemacht habe. Ja, hier auch nochmal am Boden des Sees quasi. Und ja, hier kommt auch der Schlafplatz für den Nebelparder hin. Einfach, dass der sehr nah dran ist von dem, wo die Gäste ihn sehen können. Und hier seht ihr auch das, was ich gemeint habe. Also die kann man hier wunderbar in Steine, aber auch ins Terrain rein versenken. Und das sieht dann schön grün aus, zählt aber eben nicht in die Pflanzenbegrenzung rein. Das kann ich wirklich jedem nur empfehlen, das mal auszuprobieren, weil der Effekt ist teilweise echt grandios, den man damit erreichen kann. Muss man eben so ein bisschen hin und her drehen, damit das Ganze nicht so repetitiv aussieht. Schweres Wort. Und ja, aber das ist eigentlich wirklich ganz cool gemacht. Und dann stellte sich natürlich noch die Frage nach den Klettermöglichkeiten, weil, wie ihr wisst, der Nebelparder braucht ja Klettermöglichkeiten. Doch bevor wir zu denen kommen, pflanze ich hier noch so ein bisschen Unterwassergras. Da haben wir nämlich genau das Gleiche. Das wirkt einfach noch mal so ein bisschen grün, zählt aber nicht in die Pflanzenkapazität mit rein. Generell die Wasserpflanzen meiner Meinung nach nicht. Und dann natürlich hier so die üblichen Dinge, die der Nebelparder braucht. Hier noch so ein bisschen Spielzeug, ein Ball, nee, für die, gegen den habe ich mich entschieden, hier gegen die Hängematte auch. Die war dann einfach zu groß und zu mächtig für dieses Gehege, aber an sich finde ich die ganz cool. So ein Schubberpad hier und da nochmal, also so Kleinigkeiten, die eben der Nebelparder braucht. Und auch die wieder so ein bisschen mit dem Grünzeug hier eingebaut. Und dann kommen wir eigentlich zum meiner Meinung nach Highlight, das ich mir gedacht habe. Und zwar die Klettermöglichkeiten, die der Nebelparder braucht, einfach relativ hübsch verstecken. Was heißt verstecken? Nein, auf jeden Fall nicht in so Holzstämmen komplett zu machen, wie die vorgefertigten Teile sind. Das finde ich ist einfach unpassend und die wären zu mächtig auch gewesen, um die hier in dieses Gehege zu bringen. Die hätten einfach wahnsinnig viel Platz weggenommen und einfach nicht hübsch ausgesehen. Und deswegen habe ich mir überlegt, hier diese afrikanischen Baumstämme zu benutzen. Und davon habe ich ein paar verteilt und die dann mit Seilen miteinander verbunden, die natürlich nochmal so ein bisschen dafür gesorgt, dass die optisch durchhängen. Ich glaube, das mache ich jetzt. Ach nee, jetzt kommen erstmal die Plattformen. Die Plattformen sind wirklich die einzigen Sachen, die quasi vorgefertigt sind vom Spiel und definitiv als Klettermöglichkeit gedacht. Und hier benutze ich dann quasi die Seile, um die miteinander zu verbinden, dass der Nebelparder auch wirklich überall hingehen kann und trotzdem nur so kleine Flächen hat, die ganz cool aussehen. Und dann bin ich auch wieder ein bisschen eskaliert. Das habe ich aber alles nicht aufgenommen oder einen großen Teil davon habe ich nicht aufgenommen beziehungsweise nicht in diese Timelapse gepackt, weil ich der Meinung war, es wiederholt sich einfach zu sehr. Weil es vom Prinzip immer wieder die gleiche Aktion ist und ja, hier habe ich ein bisschen in die Nähe von den
Fensterscheiben nochmal so zwei, drei Plattformen hingesetzt, dass der Nebelpaar da auch mal so richtig, richtig nah an die Besucher rankommen kann. Und ich glaube, das sieht wirklich sehr, sehr cool aus, wenn der da einmal langläuft. Was er auch tut, also die Plattformen sind alle mit Seilen miteinander verbunden. Das ist wirklich so fast wie ein Spinnennetz untereinander und immer wieder hin und her. Das seht ihr ja gleich im Realtime-Part. Hier sieht das Ganze noch sehr simpel aus, aber diese 130 Quadratmeter, glaube ich, die er an Kletterfläche braucht, das ist wirklich sehr, 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 sehr viel. Also das ist deutlich mehr, als ich im ersten Moment dachte, weil da dachte ich auch so, meine Güte, dann machst du da so 5-6 Plattformen rein und die Seile zählen ja als Kletterfläche und die Stämme von den Plattformen gelten auch als Kletterfläche, aber das hat nicht gelangt, also das ist wirklich sehr viel und ich glaube, die Idee war ganz cool, bin gespannt, was ihr dazu sagt und ja, das ist auch schon quasi das Ende der Timelapse und dann sehen wir uns gleich im Realtime-Part. Also, bis gleich. So, da sind wir auch schon im Realtime-Part und ja, wie ihr seht, das Gehege ist soweit fertig. Hier haben wir den Nebelpader, der hier auch wirklich wunderschön über diese Seile läuft und rumspaziert. Und hier haben wir die Besucher im Hintergrund, die hier an der Scheibe stehen und den Nebelpader in seinem Gehege bewundern können. Und ich finde wirklich, das ist ganz cool geworden. Wie gesagt, diese Schattenwürfe von den Querstreben stören mich etwas und rückwirkend gesagt muss ich ja sagen, dass das vielleicht nicht die beste Wahl war, das aus Holzstäben zu machen. Ich zeige euch auch, warum das so ist. Und zwar scheint der Nebelpader die hier auch mit benutzen zu können. Er kann hier also auf irgendwelche Weise hochkommen. Ich dachte eigentlich, die Sachen wären alle weit genug davon weg. Und hier sehen wir auch einen, der haut hier gerade übers Dach ab. Ja, keine Ahnung, wie das funktionieren kann. Die stehen eigentlich mehr als genug weg von den Klettermöglichkeiten, beziehungsweise sind eigentlich alle blockiert. Aber offensichtlich kann der Nebelpader einfach sehr, sehr weit springen und sehr hoch springen. Und oh, der Nebelpader erwartet Nachwuchs. Keine Ahnung, wie das passiert ist, während einer auf dem Dach rumstolziert ist. Ja, ihr seht, der kann irgendwie riesige Sprünge machen, aber das Gehege an sich ist wirklich ganz cool geworden, wie ich finde. Und sieht auch relativ natürlich aus, zumindest so stelle ich mir eine Tropenhalle hier vor. Ich zeige euch das Ganze nochmal ein bisschen mehr in der Übersicht. So, vielleicht ohne Baum im Weg. Und der benutzt hier diesen Hochseilgarten wirklich ganz, ganz toll und glitscht auch sehr, sehr viel. Leider hat Frontier nichts an den Kletteranimationen geändert. Das wäre vielleicht ganz schön gewesen, das zu tun. Er badet hier auch in dem Fluss, was ich wirklich ganz cool finde. Und er kommt hier teilweise über die Plattform eben wirklich sehr, sehr, sehr nah ran. Wie gesagt, das Ganze ist hier ein bisschen schade, dass die nicht so durchsichtig sind, die Scheiben, wie die Gehegescheiben, also die Glasbarriere, die wir haben. Und ich zeige euch das Ganze auch nochmal von außen. So sieht das Ganze einmal von außen aus. Da habe ich einfach nur hier so ein paar Bäume hingestellt und generell einfach so ein bisschen dafür gesorgt, dass es hier etwas eingebaut ist. Ich überlege mir, ob ich die anderen Tiere vielleicht auch noch in Erweiterungen hier für das Tropenhaus einmal bauen könnte. Da könnt ihr mir dazu einfach mal eure Meinung in den Kommentaren da lassen. Und ups, da sind wir einmal hier richtig abgestürzt. Ja, das war's eigentlich auch schon von diesem Video. Wie gesagt, ich hoffe, euch gefällt das Video und euch gefällt auch das Nebelpader Tropenhaus. Jetzt kommen gleich noch ein paar schöne Cinematic Shots aus dem Gehege und wie immer gilt natürlich, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben da. Wenn du noch mehr News, Updates, Let's Plays, Tutorials und mehr zu Plänen so willst, abonniere den Kanal, aktiviere die Notifications, sodass du in Zukunft kein Video mehr verpasst. Ich bin Sean, du findest mich auf Twitter, auf Discord und auch auf Twitch. Links dazu natürlich in der Videobeschreibung. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Bye.